Hast du schon einmal solche knusprigen Frühlingsrollen gemacht? Wenn nicht, dann musst du das dringend nachholen, denn ich zeige dir jetzt, wie einfach es geht. Sie sind nicht nur einfach und schnell gemacht, sondern schmecken auch noch mega lecker und sind zudem kostengünstiger als die, die du bei deinem Lieblingsasiaten kaufen kannst. Dafür habe ich einfach Möhren, Spitzkohl, Knoblauch, Austernpilze und etwas Ingwer angedünstet, das Ganze mit Sojasauce abgelöscht und mit Pfeffer gewürzt. Anschließend habe ich die Füllung in ein Frühlingsrollenteigpapier gegeben und die Rolle mit einer Mischung aus Wasser und Mehl zusammengeklebt. Dann die Rollen noch ein bisschen mit Öl einpinseln und bei 200 Grad für etwa 20 Minuten im Airfryer backen. Die wird es jetzt bei mir definitiv öfter geben, denn ich kann jedes Gemüse verwenden, das ich gerade zu Hause habe. Eignet sich super zur Resteverwertung und vielseitig sind sie auch. Bei mir gab es eine fertige Süß-Sauersoße dazu, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eine Erdnusssoße genauso gut dazu passen würde. Vielleicht hast du ja jetzt auch Lust bekommen, Frühlingsrollen einfach mal selber zu machen, anstatt zu kaufen. Und falls du es ausprobiert hast, würde ich mich sehr gerne über einen Kommentar von dir freuen. Bis bald und guten Appetit!